Was ist es, wovon wir jede Nacht träumen? Was ist es, wohin wir flüchten in all unseren Gedanken, unserer Kunst, unseren Liedern, unseren Worten? Warum können wir das nicht wirklich leben? Ich träumte, ich wäre ein Schmetterling, der immer höher und höher flog. Irgendwann verlor ich mich selbst. Weißt du, was ich im echten Leben gemacht hätte? Ich wäre einfach zurück in meinen Kokon gegangen. Ich hätte gewartet, bis ich wieder stark genug bin. Und wäre erneut losgeflogen. Ich wäre so weit geflogen, so weit nach oben, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen wäre, Schutz zu suchen. Spontane Gedanken, Liu Lidu.